Unterwegs was gegessen und keine Möglichkeit zum Zähneputzen? Wie reinigt man denn jetzt den Mund? Und viel wichtiger, wie wird man diesen ekelhaften Mundgeruch wieder los? Die Lösung liegt eigentlich auf der Hand. Kaugummi. Viele Hersteller werben mit genau diesem Versprechen. Die Frage ist nur, stimmt das, was die Werbung einem verspricht? Wir wollen uns das Ganze mal genauer ansehen und haben ein paar kleine Dinge über das Kaugummi rausgesucht. Ob Kaugummis wirklich halten, was sie versprechen, seht ihr jetzt. In diesem Sinne, geht's jetzt los. Nummer 1. Kaugummi hilft gegen Karies. Ein Kaugummi schiebt man mit der Zunge von links nach rechts und kaut ihn hauptsächlich mit den Seitenzähnen. Das zeigt bereits, dass sogenannte Zahnpflegekaugummis kein Ersatz fürs Zähneputzen sein können. Denn ganz im Gegensatz zur Zahnbürste oder der Zahnseide erreicht man mit einem Kaugummi niemals alle Zahnflächen. Ganz so falsch ist es aber nicht, was die Werbung uns verspricht. Kaut man einen zuckerfreien Zahnpflegekaugummi, regt das die Speichelproduktion an. Die Zahnflächen werden also besser vom Speichel umspült. Der Speichel ist nämlich sehr wichtig. Er kann vorbeugend Karies verhindern. Dieser kann nämlich entstehen, wenn Bakterien Säuren bilden. Säuren senken den pH-Wert in der Mundhöhle und der Speichel versucht, einen gesunden pH-Wert aufrechtzuerhalten. Ein Zahnpflegekaugummi hilft also wirklich, Karies vorzubeugen. Das haben auch diverse Studien belegt. Hat man nach dem Business Lunch, dem Mittagessen in der Schule oder auf dem Weg in die Ferien keine Zahnbürste zur Hand, macht ein Zahnpflegekaugummi also wirklich Sinn. Nummer 2. Kaugummi verschluckt? Wer einen Kaugummi verschluckt, muss auch keine Angst haben, dass die klebrige, zerkaute Masse Magen oder Darm verklebt. Ein Kaugummi rutscht einfach durch und verlässt unverdaut, genauso wie andere Nahrungsmittel, den Körper. Zuckerfreie Kaugummis enthalten oft Sorbit, aber nicht jeder verträgt das künstlich hergestellte Süßungsmittel. Schon 3 Kaugummis pro Tag mit dem Zuckerersatz können zu schweren Bauchschmerzen und einer Fructoseintoleranz führen. Also solltet ihr weiterhin eure Kaugummis ausspucken. Nummer 3. Bessere Konzentration. Es heißt ja, dass Kaugummis bei der Konzentration helfen sollen, weshalb manche Schulen Kaugummi kauen während der Prüfung auch gerne mal zulassen. Kaubewegungen erhöhen die Blut- und Sauerstoffzufuhr zum Gehirn um bis zu 25%. Die bessere Durchblutung im Hirn wirkt sich positiv auf die Konzentrationsfähigkeit und die Gedächtnisleistung aus. Ob sich Kaugummikauen wirklich positiv auf die Lernleistung, Konzentration und das Gedächtnis auswirkt, konnte bislang von der Wissenschaft nicht abschließend geklärt werden. Marburger Forscher haben 500 Schüler anhand von Tests untersucht. Das Ergebnis? Bei den Kauern und Nicht-Kauern gab es keinen nennenswerten Unterschied bei Lernleistung, Gedächtnis oder Konzentration. Kaugummikauen hat aber auch negative Effekte, zum Beispiel Nummer 4. Kaugummikauen ist schlecht für euren Kiefer. Übermäßiges Kaugummikauen kann die Kiefermuskulatur überanstrengen. Das führt zu klickenden oder knallenden Geräuschen im Kiefer, im schlimmsten Fall aber auch zu einem schmerzhaften Kiefergelenksyndrom. Von einem solchen Fall berichtete die Daily Mail. Hierbei hat eine 38-Jährige aus Liverpool mit ihrem Kaugummikonsum ihre Kiefergelenke ruiniert. Mehr als 5 Stunden täglich kaute sie Kaugummis. Nur eine Operation und Metallplatten in beiden Wangen konnten der Frau wieder auf die Beine helfen. So, und das war's auch schon wieder für heute. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Ansonsten bedanken wir uns bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.